Warte, wo gehen wir hin? Eddie sagte, sie würde sich deinen Arm mal ansehen und vielleicht kann sie was für dich tun. Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Bruder, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deke. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt... Das ist eine Ewigkeit her, das Camp wurde ausgebaut. Wir haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden, wie du sagtest. Dann hauen wir hier ab. Ja. Ja, Richtung Norden. Okay, also. Ich gehe zurück und sehe nach ihm. Ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt? Wir trafen auf ein paar Ripper, südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos nicht. Scheiße. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Usa war kein verdammter Rekrut. Tucker sollte ihnen einen Deal vorschlagen, wie Iron Mike. Ricky, er versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinen Deal mit Lost Lake halten. Zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten. Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht! Siehst du? Du weißt, wer dieser Scheißkerl ist und weißt, was er... Genug jetzt! Und du? Du steckst das Ding weg! Mike, Deacon war der, der mir das Mädchen brachte. Ich weiß. Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch einen Biker. Macht mal halblang. Ich brauche nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ach. Ich mache, was ihr wollt. Sicher, Mike. Wie du meinst. Ich bin dabei. Komm mal mit. Ich traue dir nicht. Hau bloß ab. Du hast sie also hergebracht. Hab sie nicht hergebracht, Skizzo. Boozer brauchte Hilfe. Er ist in die Krankenstation eingebrochen. Die ist nicht gerade gut gesichert. Du arbeitest also nicht mehr für Tucker.
Dafür ist die Kleine jetzt hier. Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, wegen der Sache mit Tucker. Wart ihr lange unterwegs? Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn hier bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut, dann sind wir geliefert. Wenn ihr euch um Boozer kümmert und wir erstmal hier bleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Norden, hm? Es gibt ein Camp nach Smith Rock. Boozer war noch nie da, aber egal. Dieser Ort hier ist nichts für mich. Wir sollten weiter. Ein Neuanfang? Das kann ich gut verstehen. Geh jetzt. Lass mich allein. Ich muss erst mal nachdenken. Klar, Mike. Ja, wie du meinst. Aber Ricky soll mich anfunken, wenn ihr was braucht.